Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zum heutigen Webinar Forex Pro Systeme Live Trading bei FX Let mit Thorsten Helbig. Und mein Name ist Nelson Cardoso Neto. Ich begrüße Sie im Namen von FX Let und freue mich natürlich wie immer, dass Sie so früh am Morgen live mit dabei sind. Wir schauen uns direkt mal den Risikohinweis an. Dieses Webinar dient nur zu Schulungszwecken. Bitte nicht als Anlageberatung oder Handelsempfehlung verstehen. Sie müssen Ihre eigene Entscheidung treffen, unabhängig davon, was Thorsten uns heute zeigt. Gut, dann, lieber Thorsten, übergebe ich sehr gerne den Bildschirm. Wir sind sehr gespannt, was du uns heute mitgebracht hast und wünsche natürlich viel Erfolg, viel Spaß. So, warte mal, hier muss ich immer, ne? Hier muss ich immer. Weißt du, was das Schöne ist? Hier steht Sag's jetzt, mir. Sie wurden zum Moderator ernannt. Übertragen Ihres Bildschirms. Annehmen oder noch nicht? Was ist jetzt, wenn ich auf noch nicht klicke? Dann warten wir bis 48. Nein, machen wir mal dieses Fenster zeigen. Gell? So. Ich habe bei mir, guten Morgen in die Runde erstmal und guten Morgen Nelson. Ich staune, dass du überhaupt noch da bist heute. Ja, noch alles ruhig. Moment Echt? Zumindest. Mal gucken, wie es heute Abend ist. Ja, wir haben es gerade hinter uns. Also nicht wir. Ne? Erzähl uns mehr. Erzähle ich dir heute Nachmittag, falls wir uns sehen. Machen wir. Gut. Ich habe bei mir zwischendurch immer mal ein bisschen Kummer, dass man sagt, man erkennt das Bild. Ich habe das Bild jetzt mal ein bisschen breiter gemacht. Ist das noch zu erkennen oder ist das zu klein? Okay. Okay, ich habe hier einen Bildschirm, der irgendwie einen Meter breit ist oder 1,20 Meter oder so. Und weiß nicht genau, aber einen Meter schätze ich mal. Und wenn ich den auf die volle Breite ziehe, dann beschwert man sich oft, dass man es nicht erkennen kann, weil es einfach zu verschwommen ist oder so. Und okay, dann starten wir mal. Ich mache heute mal zwei Sachen. Ich gehe einmal auf das ein, was wir die letzten Male gemacht haben und gehe auch auf das ein, was wir vor 2 Wochen und vor 4 Wochen, der liebe Nelson und ich, hier mal auseinandergepflückt haben. Das heißt, wir gucken uns an, wie erarbeiten wir uns den Euro, wie arbeiten wir mit dem Euro, wie handeln wir den Euro. Da gehe ich auf Beispiele von vorgestern, von gestern ein. Hier seht ihr noch das Beispiel von vorgestern und heute schon den vorbereiteten Plan für heute. Dann werden wir uns angucken, gestern, unsere Jungs von gestern, die lauern da drauf. Warum, wieso, weswegen, was, wie, wo gelaufen ist, das gucken wir uns auch gleich an. Und dann machen wir uns einen Plan für heute. Und dann schauen wir ein bisschen auf den DAX, was uns da erwartet, erwarten kann oder erwarten sollte. Das erzählt euch dann, also hier über den Euro erzähle ich hier ganz gerne und über den DAX erzählt euch ein bisschen was der kotzende Thorsten. So, ich bin neu, was bedeuten die farbigen Linien? Mein lieber Roland, du bist nicht nur neu, du bist auch sehr ungeduldig. In der Ruhe liegt die Kraft. Gell? Zeige ich doch gleich. Wir verstecken ja hier nicht so viel. Also, hier nun mal so ganz kurz angedeutet, unser Plan von vorgestern war, dass wir hier runtergehen und dann hoch. Das war der Plan am 25. morgens im Webinar. Den Plan, den wir gemeinsam gemacht haben oder den ich auf
für unsere Jungs bei im Paternoster Trader Club und auf unserer Facebook-Seite veröffentlicht habe, war diese Nummer, dass wir erst hier runtergehen und dann hier hoch. Und dann, das haben wir hier nochmal diesen Boden eingezeichnet und haben dann gesagt, wir gehen da hoch. Und diesen Plan hier, den werden wir gleich benutzen, um den Plan für heute zu machen. Und wir werden dann für heute auch zwei Pläne erstellen. Und hier haben wir den Plan von gestern. Und da würde ich mir eigentlich ganz gerne erstmal ein Feedback von unseren Jungs, von unseren Leuten holen. Wer hat bitte was gemacht und wer hat welche Richtung denn mitgehandelt? Wir haben auch gestern zwei Szenarien eingezeichnet. Wir haben einmal das rote Szenario, das wir gesagt haben, wir gehen hier runter und gehen dann nach oben und gehen oben raus. Deswegen haben wir da auch nicht weitergezeichnet. Das sind die roten Linien für das eine Szenario. Das rote Szenario haben wir gesagt, wir können uns Long-Nummern suchen, einmal hier an dieser Linie, an der 61. Und dann haben wir gesagt, wenn die nicht hält, dann haben wir die 51 und dann hier unten die 33. Aber die Marke hier war für die rote Linie diese Geschichte und dann nach unten. Und Long hier, die Long-Marken, das war unser Hauptszenario. Das war genau zu diesem Zeitpunkt gestern früh im Webinar. Das war kurz vor 8. Da haben wir hier genau bei der laufenden Kerze angefangen zu zeichnen. Und gesagt, okay, wir laufen erst hier hoch bis in den Bereich 10891 und laufen dann hier runter bis an die 51 und danach nach oben. Und wenn wir diesen Verlauf haben, dann arbeiten wir nach oben ohne Take Profit. So. Und nee, geht nicht, wo das Fenster größer machen, lässt du mich aber nicht. Warum nicht? Doch, vielleicht. So, mal gucken. Ich konnte gestern aus zeitlichen Gründen nur die erste Bewegung mitnehmen. Nach unten handeln und bin dann BE raus. Okay, dann der nächste schreibt, Short von 88 bis zur 62, dann gedreht auf Long und ausgestoppt plus 2. Okay. Und moin, habe nur den ersten Short und den ersten Long an und danach hat mir der DAX viel Zeit geklaut. Okay, so, das sind so ein paar Feedbacks von unseren Jungs, die gestern Morgen und selbstverständlich Mädchen, mein, dabei waren. Also, unser Hauptplan war, von hier nach oben bis in den Bereich 0880, dann runter 0851. Und dann hoch ohne Take Profit, um diese Geschichte laufen zu lassen. Nun haben wir mehrere Möglichkeiten. Ich habe deswegen den Plan aufgrund der Nachfragen heute etwas verfeinert. Den gucken wir uns auch gleich an und habe die Marken dazwischen mit platziert. Die hätten wir gestern mit einzeichnen können, haben wir aber außer Acht gelassen für die Webinare, weil wir in den Webinaren auch ein paar Leute sitzen haben, die unser Regelwerk nicht kennen, die unser Euro-Pro nicht kennen, die unsere Zielbereiche nicht kennen, unseren Handelsstil nicht kennen und den sollten sie auch, oder für die Leute machen wir diesen Plan so. Zum besseren Verständnis haben wir gestrichelte Linien jetzt dazwischen eingezeichnet, was ich für heute auch ebenfalls so vorbereitet habe. Also, der Plan hier war, deswegen ist hier auch der Pfeil dran, hoch, runter, hoch und dann hoch und dann aber ohne Take Profit, deswegen ist da die Pfeilspitze dran, dass wir, ups, komm her, du Sau. So, deswegen ist da die Pfeilspitze dran, dass wir sagen, wir gehen oben raus ohne Take Profit.
Diese Position für die Jungs, die jetzt da noch dabei sind, wer ist denn da noch investiert in die Geschichte? Wer hat das Ding noch laufen? Wer hat noch einen am Laufen? Ja, ich schon, das weiß ich. Ich sag mal, normal sind die anderen. Nelson, was ist los mit deinem Haufen hier? Die sind alle ruhig hier, Mensch. Geduld, kommt doch jetzt. Kommt. Die sind verunsichert. Was hast du denen mit auf den Weg gegeben für heute? Sollen sich benehmen, oder wann? Oh, hier, guck, jetzt kommen sie langsam. Long seit 10887. Ich bin neu hier und höre erstmal zu. Na, zuhören hilft nicht. Gucken musst du auch noch. Multitasking. Okay. Also, den Plan, so wie wir ihn gestern hier gemacht haben, ist der auch für jemanden, der neu ist, auch hier in der Branche neu ist so ein Plan verständlich. Wenn nicht, dann bitte reden Sie jetzt oder schweigen Sie für immer. Wo sagt man das eigentlich immer? Ups, das war klar. Da kommt aus dem Hintergrund, aus dem Nachbarbüro bei der Hochzeit. Im Film, genau. Bei der Hochzeit, genau. Das konnte auch nur eine Stimme sagen, die keinen Stimmbruch hatte. So, dann schauen wir uns mal den Plan für heute an. Ich habe da ja schon mal was vorbereitet, ne? Wir sind in einer klaren oder ziemlich klaren Aufwärtsbewegung. Also baue ich mir mal aus meinen Linien hier, ups, heute einen Plan, okay? Und dann schauen wir mal, ob er sich heute auch dran hält. Die letzten Wochen ging das immer ziemlich gut. Lutz, die Filme, die du guckst, da sagen die sowas nicht. So, wir machen heute einmal die Shortmarken. Die trage ich mal als erstes ein. Gerade für die, die sich nachher einen Screenshot machen, weil sie nämlich zu faul sind, sich dasselbe zu erarbeiten, ne? Und die Shortmarken für heute wären da 1 09 14 und 1 0 9 36. Gell? So. Und die Longmarken, die beziffern wir mal heute da unten. Und zwar die Longmarken sind bei 10879 und 10857. Und hier in Klammern für heute 10865. Das ist die gestrichelte Linie, gell? So. Mein Plan für heute wäre im ersten Schritt von da hier runter, das geht gleich zügiger, das sollte zügiger gehen. Hier runter und dann hoch. Ich mache mal ein bisschen Luft dazwischen.
weil es könnte durchaus sein, dass wir diese Kiste bis darunter verlängern müssen. Vielleicht soll ich das nächste Mal Linien vorbereiten, ja? Gell? So. Und dann geht diese Geschichte nämlich dann erst da hoch. So. Und auch hier wieder oben ohne Take Profit. Ohne Take Profit. Gell? Okay, dann können wir die Linie länger zeichnen hier. Das wäre ein Szenario. Das zweite Szenario wäre, so, und das machen wir jetzt blau. Das zweite, up. Da machen wir uns die Geschichte mal ein bisschen einfacher. So. Dann gehen wir nämlich erst da oben raus. Nein, nicht so weit. Wir gehen nur bis dahin, Maximum. Weiter sollten wir nicht laufen. Wir gehen erst da oben raus. Gehen dann hier runter. Und gehen dann nach oben. So, ungefähr. So, diese beiden Routen wären möglich. Hallo. Hallo, können Sie erklären, wie Sie auf die Long- und Short-Marken kommen? Ja, die habe ich mir in vielen, vielen, vielen Jahren erarbeitet. Und sind Bestandteil unseres Systems oder unseres Handelsansatzes. So, das wäre der Plan. Da haben wir sie. Und diese Marken werden, wenn man unsere Software besitzt oder unser Add-on besitzt, werden diese Marken hier auch morgens automatisch angezeigt. Wie man sieht, werden die hier automatisch eingefügt. Die kann man ein- und ausschalten. So einfach ist das. Die werden automatisch berechnet. Okay. So. Und jetzt muss ich mal gucken. Ich habe hier irgendwo was im DAX gezeichnet gestern. Muss ich nur mal gucken, wo. Ihr könnt euch einen Screenshot von machen, also denn das war gestern. Das ist heute. So, wenn ihr wollt, Plan fertig, könnt ihr euch hier gerne einen Screenshot von machen und dann gucken, wie das funktioniert. Sagt mal Piep, wenn ihr einen Screenshot fertig habt hier. Oder wenn ihr euch das selber erarbeitet habt. Dann gucken wir uns den DAX an. Der DAX ist völlig uninteressant heute. Also für die, die keine Europroler sind, dank Handyfoto kein Problem. Ja, genau. Okay, dann suchen wir uns mal
unsere DAX-Nummer, die wir gestern ebenfalls veröffentlicht haben. Muss ich nur mal gucken, wo ich die jetzt habe. Da haben wir die Nummern, die wir haben wollten. Hier gestern irgendwo eine Zeichnung gemacht. Muss ich suchen. Dann müssen wir das anders machen. Doch, da ist er ja. Das hier war eigentlich gestern Nachmittag unser Plan. Er hat gesagt, der soll hier hoch, dann soll er hier runter, dann soll er hier hoch, dann soll er hier runter und dann soll er hoch. Und genau diesen Bereich haben wir gestern Abend sehr intensiv gemeinsam gehandelt. Wer war denn gestern Abend auf Slack, hier auf unserem Slack-Kanal dabei? Okay. Wer hat die Performance? Wir hatten besprochen, dass irgendjemand die Performance mal mitschreibt. Wer hat sie denn mitgeschrieben? Die Anzahl der Trades und die Performance. Ihr seid faule Säcke, echt. Okay, also der Hintergrund war, dass wir gestern Abend bei uns im Kanal, wir haben einen eigenen Kanal über Slack, wo wir kommunizieren können, und dort haben wir gestern, wollten wir erst die Nummer von der 12.750 bis zur 12.600 handeln. Die habe ich dann verworfen, weil wir hier oben zu weit raus sind. Das war mir einfach zu weit. Das ging gegen mein Setup. Deswegen habe ich dieses Setup nach unten nicht gehandelt. Aber ich glaube, unser Lutz hat es mitgehandelt. Ich glaube, der hat die Nummer von oben nach unten mitgemacht. Und so, der Patrick hat 5 Trades gemacht. Minus 40 plus 20 plus 2 plus 2 plus 2. Dann hast du den ersten Long Trade wahrscheinlich verpasst von der 20 bis zur 85. Da hast du die plus 65 vergessen, ne? Oder? Mein Lieber. Okay, wir haben dann diesen Move von hier unten, den hier, den mache ich jetzt mal ein bisschen rot, von da bis da, den konnten wir mitnehmen. Wir hatten, zack, komm her, du. Da unten dieses Tief haben wir erwischt, diese Umkehr. Da, wir haben bei 12.620 haben wir genau diese Umkehr gestartet. Wir hatten hier das Zwischentief, hier einmal runter, Umkehr, und dann sind wir da hochgelaufen. Und als wir da oben waren, hier an der 91 oder 93, diese Umkehr haben wir bei der 85 glattgestellt und haben 65 Punkte realisiert. Dann haben wir diese Nummer fallen lassen. Die Short-Nummer haben wir nicht mitgenommen, sondern wir haben auf Slack dann gesagt, pass auf, Jungs, vorsichtig hier oben erstmal aufpassen, der fällt nochmal runter bis an die 12.621. Und dann haben wir hier einmal
40 Verlust kassiert, einmal plus 20 und dreimal plus 2 und einmal plus 65 sind 85, sind 91, waren 91 Punkte insgesamt mit der Long-Nummer, waren es 91 insgesamt Gewinn und 40 Verlust. Das heißt, wir haben aus dieser kleinen Session, ich müsste jetzt gleich mal in die Uhrzeit gucken, aber das zeige ich euch gleich, in die Uhrzeit gucken, da haben wir dann 5 oder 6 Trades gemacht und ich zeige euch gleich mal, wie wir sowas begleiten. Von den Jungs, die dabei waren, vielleicht mal ein kurzes Feedback, war es zu viel, war es zu schnell, war es okay? Ich habe meine Performance gar nicht gerechnet. Demnach, also bei mir waren es, glaube ich, nochmal 25, die dann gestern Abend weggeflogen sind, kurz vor Feierabend. Hier hatte ich dann die Position auf, was ich mit Stop hingelegt hatte. Gucken wir gleich auf Slack mal nach. Mach LG für die Neuen bitte. Was heißt LG, mein lieber Carsten? Guten Morgen. Lutzgröße. LS heißt das, Lutz heißt. Lutz heißt. Okay. So. So ist besser, ne? Okay. Also kümmern wir uns mal übergeordnet um den DAX. Und dazu müssen wir uns dieses Spiel mal anschauen hier. Wer kann sich von denen, also nicht nur unsere Community, nicht nur unsere Gruppe, von denen zwischenzeitlich zu langsam gepostet? Aha. Okay. Von den Jungs, die wir hier bei FX Flat in den Webinaren haben, wer kann sich denn grobe Richtung an unsere Aussagen von den letzten Webinaren zum DAX erinnern? Wir haben ein oder zwei Sachen sehr ausführlich erklärt. Also als Stichpunkt die Handelsrichtung, ob Long oder ob Short. Dazu habe ich mal, glaube ich, sehr ausführlich ein paar Sachen erläutert, weil ich dafür ein bisschen Prügel kassiert habe. Okay. Karim. Karim aus dem Mittelamerika oder Südamerika ist das schon, ne? Es gebe keinen Grund für steigende Kurse. Naja, das ist die eine Aussage, dass es für mich keinen Grund für steigende Kurse gab, sondern für mich gab es keinen Grund, den DAX zu kaufen. Oder ich habe ein paar Mal begründet, dass ich immer nur Short-Einstiege suche, immer wieder, immer wieder, immer wieder Short-Einstiege suche und das an der oberen Kante, weil ich mit Long-Szenarien mit einem vernünftigen CRV nicht reinkomme. Ich kann mit einem vernünftigen CRV kaum arbeiten, sondern fünf vernünftiges CRV finde ich für Short-Einstiege immer an der Oberkante. Genau. Der Reinhard K., genau, Short war angesagt. Und der Lutz hat sogar zugehört, schlechtes CRV nach oben. Und genauso war es auch die ganze Zeit immer, egal ob wir ja in der 13.6 rumgeturnt sind oder ob wir jetzt hier oben sogar in der 13.8 rumgeturnt sind, immer wieder, immer wieder. Wir haben dann letzte Woche am Donnerstag früh oder Donnerstagnacht haben wir dieses neue ATH gemacht über der 13.820. Dann hatten wir dann morgens sehr zeitig dann diesen Abverkauf und im
Webinar turnten wir dann genau hier an der 13.780 rum. Unsere Aussage die ganze Zeit bis zum kleinen Verfall am Freitag müssen wir damit rechnen, dass wir uns in diesem Bereich hier aufhalten. Also Richtung 13.750, 13.800 in diesem Bereich hier über einen längeren Zeitraum aufhalten, um dann direkt nach unten zu marschieren. Ziel war die 13.580. Wer sich daran erinnert, auf Facebook und so weiter kann man es überlesen. Ziel war die 13.580. Nächste Aussage war, wenn die 13.580 mit Musik gebrochen wird, dann war es das und dann wird es böse im DAX. Wir haben massiv geschortet. Wir haben diese Marke hervorragend erwischt. Hier am Freitag. Verfall am Freitagmittag. Waren die kleinen Hexen unterwegs. Nicht die großen, nur die kleinen. Und dann haben wir nach diesem Bruch und dem Rücklauf haben wir am Freitagabend die Short-Position bei 13.580 rausgeschmissen. 13.580 habe ich meine Short-Positionen rausgeschmissen. Punkt A, weil wir einen kleinen Long-Versuch gestartet haben und haben gesagt, wir suchen uns am Sonntagnacht dann neue Entries. Mein Hauptgrund, der dahinter war, ich wollte das Wochenende Ruhe haben, weil die in Gänsefüßchen Gefahr bestand, dass meine Frau und ich Großeltern werden und ich wollte nicht mit einer großen Position ins Wochenende gehen. Auf dieses Setup habe ich jetzt hingearbeitet, ich sag mal so bummelig, circa 2 Monate. Seit 2 Monaten kassiere ich immer wieder Häme und immer wieder Kritiken, du mit deiner Shorterei. Falls du jetzt hier sein solltest, bitte nicht persönlich nehmen, aber ich habe ja etliche Mails und auch etliche Nachrichten gekriegt. Wieso gehst du in so einem massiven Longmarkt? Wieso gehst du da Short? Wieso suchst du dir Short-Einstiege? Ist doch Blödsinn. Einer hat mir so geschrieben, Herr Helbig, haben Sie überhaupt Ahnung vom Markt? Haben Sie an der Börse überhaupt schon mal was gemacht? Und jetzt gucke ich mir einfach mal dieses Gesamtbild jetzt im Nachhinein an. Ich weiß, im Nachhinein kann das jeder. Aber wenn ich mir so eine Kiste angucke hier, nehmen wir mal diesen groben Bereich hier, wenn ich mir dieses Gebilde angucke, und wir kommen von hier unten, ja, diese Geschichte haben wir auch übrigens komplett mitgenommen. Das war ein Freitag, Freitagabend, haben wir diese Geschichte komplett mitnehmen können. Ansage war hier tief bei 12.886. Das haben wir nachmittags veröffentlicht und im Tief waren wir bei 12.884. Ich glaube, wir haben uns um 3 oder 4 Punkte vertan. Wenn ich dann diesen massiven Kauf sehe und dann diese Nummer hier, dann muss ich einfach mal so eine Range einzeichnen im Nachhinein. Da. Und wenn ich dann diese Range sehe, dann habe ich hier eine schöne Kante, hier eine schöne Kante, hier ein Fehlausbruch, da ein Fehlausbruch, hier nochmal ein Fehlausbruch, Rücklauf und dann aber mit Musik durch. Leider, wir sind am Wochenende Großeltern geworden, hat fast auf den Termin genau gepasst. Wir sind dann am Sonntag Oma und Opa geworden und deswegen war ich auch etwas ruhiger ohne diese Position, ohne diese große Position im Markt. Aber ich hatte meine Geschichte hier, nur mal so zur Info, schon auf 60 DAX oder 65 DAX pyramidisiert. Unser Ziel war, wer hat von euch die Ziele mitgekriegt? Wer weiß noch unsere Ziele nach unten, die wir hatten von oben kommend?
Der Henkel kam auch am Zielbereich an, genau. Da komme ich gleich drauf, Lutz, aber danke für die Erinnerung. Wir haben als Ziel hatten wir aufgerufen die 13.000, die 12.886 und die 12.400 im ersten Rutsch. Das kann man ja mal grobe Richtung ausrechnen. 60 Dachsel von der 13.700 bis zur 12.400. Ich ärgere mich ganz selten. Ganz, ganz selten. Und vor allen Dingen habe ich mir abgewöhnt, mich über entgangene Gewinne zu ärgern. Aber diese Nummer, die tut weh. Die tut richtig, richtig weh. Wer rechnen kann. Aber, und danke für deinen Hinweis, Lutz. Genau, 12.886, 12.888, 12.6, 12.452. Super, genau. Genau unsere Größen. Richtig, der Freddy hat sogar noch weiter aufgepasst. Das war aber nicht im ersten Schritt, mein lieber Freddy, sondern im zweiten Schritt haben wir gesagt, holen wir dann die 11.750, 11.400, 10.600, 10.200. Und wenn die dann auch nicht hält, und die Chance haben wir jetzt, wenn die dann nicht hält, dann sogar noch viel tiefer. Aber wir haben, jetzt muss ich mal gucken, ob ich die jetzt hier sogar finde. Nee, das ist jetzt doof. Wartet mal. Ihr seht das ja immer noch. Nee. Also, wir sind bei Punkten, trotzdem wir uns massivst gegen den Markt gestellt haben. Die Performance werden wir in, wir haben, ich führe eine Tabelle mit allen Positionen, mit allen Trades, die wir vorher veröffentlicht haben oder die wir live in unserem Club bei den Paternostern, in unserem Slack-Kanal live begleitet haben. Und dort waren wir letztes Wochenende ohne die Position am Freitag und ohne die Long-Position im Euro waren wir bei 1100 Punkten im Februar. Die Performance für Januar haben wir veröffentlicht, die ist rausgegangen mit unserer Wochenendmail, die werden wir jetzt mitschicken am Wochenende. Im Januar waren es 1700 und ein paar zerdrückte Punkte. Die habe ich hier. 1761 ohne den Dow und 1871 mit den paar Positionen im Dow. Im Februar waren wir letzten Donnerstag habe ich die Tabelle fertig gemacht, waren wir bei 1100. Jetzt kommt noch eine mittelfristige Position und der Euro, der DAX vom Wochenende dazu und von dieser Woche noch dazu. Wir werden ein ähnliches Ergebnis haben. 1400, 1300, 1400 Punkte ungefähr werden wir insgesamt haben, die wir zu Buche schlagen. So, 12.180 habe ich auch noch hier stehen. Der Zettel liegt da. Siehst du, Lutze, der ist nämlich clever, der schreibt sich nämlich die Marken, die wir uns hier erarbeiten, schreibt er nämlich mit. So, Jungs und Mädels, und jetzt wird es nämlich spannend. Und zwar, wie gehen wir jetzt damit um? Auch wenn vorhin einer gesagt hat, der DAX ist nie uninteressant. Doch heute ist er für mich völlig uninteressant. Die einzige Chance, die ich benutzen würde heute zum Handeln, wäre, und dazu nehme ich immer alles raus. Ich mache den Chart mal nackig, okay? So, wir haben jetzt dieses Bild und wir haben einen, auf Slack hatten wir einen Kanal eröffnet, den Kanal haben wir genannt Doppeltop. Doppeltop Februar 2020 und diesen Kanal würde ich wieder aufleben lassen. Wir haben dort ein paar Leute zusammengefasst, die
dieses Doppeltop Februar 2020 mit uns handeln wollen. Für unsere Paternoster und für unsere Paternoster ist dieser Kanal kostenlos. Für alle anderen, die diese Position mit uns mithandeln wollen, die sollten oder können diesen Zutritt dort erwerben für ein kleines Entgelt von 50 Euro. So, unser Ziel aus dieser Geschichte war, wir haben hier, falsche Linie. Zack, wieder raus. Die hier. Unser Ziel war einmal diese Nummer da und dann diese Nummer hier drüben. Und dann haben wir gesagt, diese Geschichte haben wir dann hier unten als Spitze. Und unser Plan war nämlich, diese Geschichte von da nach da zu handeln. So. Und damit ergibt sich nämlich hier unten dieses Ziel ungefähr bei 12.130, mein lieber Lutz. Ist, glaube ich, genau das, was du dir auch aufgeschrieben hast. Also das ist jetzt grob. Wenn man das genauer machen kann, kann es sein, dass wir bei der 12.180 landen. Das war genau dieses Ziel, was wir anlaufen wollten. So war der Plan. Dann kamen diese Fakes hier oben raus. Wenn wir uns das im Daily mal anschauen, dann sieht man das auch ein bisschen anders. Da dieser Fehlausbruch hier, der hatte uns dazu bewegt, das eventuell zu machen. Und dann hat er sich hier oben aber erstmal etabliert. So, jetzt haben wir diesen kompletten Kram abverkauft. Und ich mache das mal wieder raus, weil es ja erstmal im Moment nicht so interessant ist. Wir haben hier eine schöne durchgehende Bewegung. So. Und die haben wir jetzt genau an unserer 66 etabliert. Da, genau da, wo der Kurs jetzt ist, da haben wir genau unser Fibo-Level. So. Von dieser Geschichte ausgehend haben wir jetzt eine Chance, erstmal zu korrigieren. Und diese Korrektur hoffe ich, und jetzt müsst ihr mitschreiben, wenn ihr das wollt. So, diese Korrektur könnte jetzt laufen bis Minimum. Ups, das war unklug. So, die Marken holen wir uns jetzt mal. Einmal bis 13.096 oder sogar bis zur 13.270. Das wäre ein Traum. Wie kommt man auf so eine Marken? Die Frage wird ja wahrscheinlich gleich wieder auftauchen. Das ist ja noch einfache FIBO-Geschichte hier. Da brauchen wir ja nicht so viel Faxen machen. So, das sind einmal die Marken und dann haben wir, wenn wir jetzt nochmal hier runter spiken sollten, das wäre natürlich für heute ein Traum, hier runter nochmal an die 3, also nochmal 130, 120, 130 Punkte, hier runter. Wenn wir das hinbekommen, dann haben wir einen Lauf wieder bis zur 12.850. Und jetzt kommt mir nicht um die Ecke, so, ach, wann soll das denn passieren? Guck mir hier, das hat er gestern an einem Tag gemacht, gestern Morgen runter und danach 500 Punkte hoch. Und wenn wir dann diese Geschichte abgearbeitet haben sollten mit einem eventuellen Doppelboden, dann
hätten wir die Chance, den nach oben aufzulösen. Und wenn wir den nach oben auflösen, dann landen wir jetzt haben wir den Fibo zerschossen hier. Okay, machen wir so rum. So, dann landen wir knapp über der 61,8 und dann hat er genau diese komplette Abwärtsbewegung einmal nur sauber auskorrigiert. Er könnte sogar mit einem Spike hier hoch und hier oben nochmal ganz kurz das Gap schließen hier. Das dürfen wir nicht vergessen. Das Gap hier drinnen, ne? Das sollten wir schön an der Hand behalten. So, das heißt, wer diese Geschichte mit uns mithandeln will, wir bieten das ja immer an, gerade für die FX Flat Leute, bieten wir es ja gerne an. Wer die parallel mit uns auf Slack handeln will, sollte sich einfach per Mail an uns melden. Nelson wird euch nachher in der Nachfassmail die Kontaktdaten mitschicken, wie immer. Wenn das gewünscht wird, würde ich auch die Screenshots wieder mitschicken. Aber nur, wenn es gewünscht wird, das müsst ihr bestimmen. Oder Nelson bestimmt hat. Nelson ist heute mal Chef. Wenn sein Chef nicht da ist, dann ist er der Chef. Das ist wie bei mir zu Hause. Dann würde ich die Screenshots auch zur Verfügung stellen und dann kann Nelson die danach fast mir mit rausschicken. So. Wenn du in 5 Minuten schaust, dann macht er gerade einen runden Bogen. Ja. Meine Liebe. Ja. Ich kann natürlich. Aber wir kennen uns lange genug, glaube ich. Wir kennen uns inzwischen 10 Jahre, meine Liebe, ne? Du weißt, auf solche Sachen lege ich wenig Wert. Ich weiß, er macht jetzt hier genau so eine Nummer, aber wir dürfen auch nicht vergessen, von hier oben kommen die Emmas angeschossen, die bremsen könnten und das ganze Ding um 8:30 oder um 9 erst nochmal kurz nach unten prügeln können. Guckt euch an, das war der Start gestern früh hier um 9 Uhr. Von da nach unten durch, um dann hoch zu laufen und die Emmas zu holen. Das gleiche Spiel könnte rein theoretisch heute passieren, nochmal hier runter, hier unten kurz durchspiken und dann nach oben zu gehen. Solche Geschichten sind mir zu unsicher und ich habe dafür kein Regelwerk. Und wenn ich kein Regelwerk dafür habe, dann kann ich es nicht handeln. Und deswegen tue ich das auch nicht. Ein Regelwerk für mich wäre jetzt ein Doppelboden nach unten oder ein nachlaufendes Tief. Mag ja sein, dass so ein runder Bogen oder manche handeln auch so eine Kaffeetasse, die warten dann noch auf den Henkel und so eine Geschichten. Ist nicht meine Baustelle. Was nicht meine Baustelle ist, kann ich auch nicht handeln. Da lasse ich die Finger von. Gut, nicht immer. Manchmal lasse ich mich doch breitschlagen, bin ich genauso ein willenloser Fleischlappen wie alle anderen auch. Und sage, okay, man kann es ja mal probieren. Und dann hole ich mir eine Ohrfeige ab, eine kräftige Ohrfeige ab. Dann muss ich mich kurz schütteln und dann besinne ich mich wieder auf mein Regelwerk. Ich arbeite mit den 200er EMAs und SMAs. So. Wenn man diese Geschichte hätte handeln wollen, gucken wir uns das mal an. Da, als wir angefangen haben mit dem Webinar, waren wir bei 12.420, das heißt 100 Punkte tiefer. 100 Punkte morgens in der ersten Stunde. Also wir haben momentan eine Vola, dagegen war Michael Schumacher eine Schlaftablette. Ja, und dieser Vola muss man erstmal gerecht werden. Und diese Nummer, die kann nur dann funktionieren, wenn man eben saubere Regeln hat. Saubere Regeln jetzt für mich wären, wie gesagt, da unten einmal durch, einen Doppelboden machen, wenn es geht, idealerweise mit einem Fake-Ausbruch. Der könnte mich dann dazu verleiten, eine Long-Position zu platzieren. Aber eine Long-Position platziere ich auch nur, um Munition zu sammeln für neue Shorts. Ich bin und bleibe wer. Und das seit Oktober oder November
letzten Jahres. Wir haben im Oktober, ich glaube genau 3. Oktober, das Wochenende, haben wir genau diesen Move zur 11.8 darunter mitgenommen. Es hat richtig schön gescheppert. Und wir haben trotz diesen Long-Märkten, diesen bullischen Märkten, haben wir im Januar und im Februar weit über 1000 Punkte aus dem Markt gekitzelt, obwohl wir uns immer wieder dagegen stellen. Und warum? Weil wir mit diesen Dagegenstellen ein besseres CRV hinbekommen, als im Markt zu agieren. Nehmen wir mal so ein Beispiel. Wir sehen, wie er an meinen Emmas hier reagiert. Da, da, gebrochen, bestätigt, zack, zur nächsten. Ein Fehlausbruch wieder drunter, wieder bestätigt, wieder dagegen, wieder bestätigt, wieder dagegen, wieder gebrochen, wieder bestätigt und weiter geht's nach unten. Das wäre jetzt so ein Regelwerk, wenn ich sage, okay, der macht jetzt hier so ein Spike, bastelt mir jetzt hier einen langen Docht hier oben und die Kerze hier runter. Dann kann ich hier mit einem Stop von 20, 25 Punkten, kann ich mir eine Short-Position suchen, weil hier unten wartet die 12.370 nochmal. So, wenn die wartet und ich kriege hier jetzt so eine Umkehrformation, dann habe ich, obwohl ich mich dann hier gegen den Trend stelle, habe ich nach meinem Regelwerk, ich muss dann nur das Regelwerk einhalten, ein CRV von, was weiß ich, wenn ich mich jetzt hier drunter bei der 10 einstoppen lasse und sage, okay, bei der 45 oben würde ich mich ausstoppen lassen, 35 Punkte Stopp hier oben drüber oder in Stopp vielleicht sogar nur knapp da drüber, 30, 35 Punkte Stopp und habe aber ein Ziel unten bei der 370, das heißt, ich habe 150 Punkte Ziel, CRV 5 zu 1, das funktioniert. Deswegen handeln wir so und deswegen handle ich keine Kaffeetasse. Gell? Und schon gar nicht die Henkel. Die Henkel sind mir zu klein. Ich will, wenn, dann will ich die ganze Tasse. Außerdem handle ich nicht nach Kaffeetassen, ich handle vielleicht nach Bierkrügen oder sowas oder nach Weinkelchen. Doch nicht nach Kaffeetassen. Wir sind doch hier nicht beim Kinderturnen, oder? Sind hier an der Börse, ihr Lieben. Okay? So, wer so sagt, der hat freie Spitzen, ne? Der ist ja richtig fleißig unterwegs. Kaffeetasse, siehst du, mir wäre ein Bier lieber. Ein bisschen früh, ich weiß. Ein Eistee. So, der tut sich hier noch ein bisschen schwer. Ändert aber nichts an unserem Plan. So, und jetzt, wenn Fragen sind, dann stellt sie bitte jetzt. Und ansonsten würde ich mich nämlich jetzt verabschieden. So langsam, weil ich muss noch ein paar Klamotten packen. Der Nelson wartet in Rating. Nelson, hast du Eistee? Alles schon vorbereitet. Sehr gut. Weil heute Nachmittag bitte nicht stören. Wir wollen uns heute Nachmittag mal an einen Tisch setzen und bei einem Eistee beraten, was wir euch dieses Jahr alles Gutes tun können und was wir vielleicht dieses Jahr mit und für euch alles gemeinsam veranstalten werden. Also ab 16 Uhr hängt da ein Schild draußen dran, bitte nicht stören. Es sei denn, du hast Bier mit, dann klinge lauter. Also, wenn ihr oder wenn ihr Ideen habt, wenn ihr sogar Wünsche habt oder so, was wir vielleicht in der Kombination in der Kombination im FX Flat und Forex Pro Systeme beziehungsweise FX Flat und der Trading License Company in der Kombination, was ihr für eine Vorstellung habt, was ihr vielleicht mit uns zusammen gerne machen möchtet, vielleicht mal ein Live-Trading-Tag irgendwie sowas oder vielleicht auch mal ein lockeres Beisammensein,
einfach so mit Fachvorträgen, sowas ähnliches wie den Stereo Trader Day, vielleicht auch eine Kombination vor mit das Live Handeln und dann das mal zusammen ein Süppchen kochen oder so. Wenn ihr Ideen habt und Vorschläge habt, lasst sie mich wissen. Schickt sie mir bitte per Mail an die hallo@forexpro-systeme.de und dann können wir diese Geschichte vielleicht sogar gemeinsam umsetzen. Wie gesagt, heute Nachmittag machen wir den Plan für den Rest des Jahres und ich glaube, ich rede auch in eurem Sinne, wenn ich sage, pass auf, wir machen ja die Geschichten nicht für uns, wir machen sie für euch und wir freuen uns auch auf Ideen oder auf Vorschläge von euch. Damit wissen wir auch viel besser, wie können wir mit euch besser, intensiver zusammenarbeiten und was gefällt euch und was gefällt euch nicht, weil das ist unser Bestreben. Jedenfalls ist das meine Firmenphilosophie und das ist die gleiche Firmenphilosophie auch von FX Flat. Da gehe ich mal von aus. Ich hoffe, ich konnte euch jetzt ein bisschen was über meine linke Gehirnhälfte, die sich nur mit der Börse beschäftigt, ein paar Gehirnwindungen erläutern, was so in meinem Köpfchen vorgeht. Und vielleicht konnte ich euch damit ein Stück auf die Reise nehmen, wie ich an solche Märkte rangehe, wie ich sowas sehe. Ich hoffe, ihr habt euch den Link. Ich schicke dir mal, ich packe hier unten mal meine E-Mail-Adresse rein. Dann kannst du die bitte benutzen mit allem, was du auf dem Herzen hast, außer deine Eheprobleme, die müsstest du alleine lösen. Ups. Jetzt habe ich die Nelson, vielleicht kann Nelson die auch nochmal reinsetzen da. Oder? Ich versuch's mal. Du bist so ruhig heute, was ist los? Ich höre dir gespannt zu. Echt? Ich habe dich schnarchen hören im Hintergrund. Nee, so laut war ich nicht. Okay. Also ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Einblick in meine Denke geben, so wie das bei mir im Kopf aussieht, so wie wir an diese Geschichte rangehen. Die Performance, wie gesagt, veröffentlichen wir in Einzelpositionen, in Tabellenform am kommenden Wochenende. In unserer hausintern heißt sie unsere sogenannte Sonntagsmail, da wir die in der Regel Sonntagnachmittag auch verschicken. Dort findet ihr die Tabelle mit den Positionen, die wir gehandelt haben und könnt auch sehen, wie wir begleiten und dort zählen wir nur diese Position, die wir vorher ansagen und die wir auch öffentlich oder eben bei uns im Paternoster Club begleiten. Die Geschichte hier werden wir heute noch hochladen auf YouTube, oder? Du entscheidest. So. Sehr gerne. Ich entscheide. Du entscheidest. Boah, wenn ich einmal was entscheiden darf, dann werde ich das auch tun. Dann entscheide ich einfach mal positiv. Ja, nutze es. Ich bin verheiratet. Ich habe nicht so viel Entscheidungsfreiheit. Wenn ich das mal darf, dann nutze ich das. Eine Entscheidung pro Monat hast du. Echt? Ja, genau. Okay, wir laden das, wir konvertieren das und laden das Video hoch. Das heißt, die Aufzeichnung könnt ihr euch angucken und wisst ihr auch, wie wir das dann handeln. Wie gesagt, wenn ihr eventuell so eine Position mit uns mithandeln wollt oder vielleicht sogar in unserem illustren Haufen ein bisschen mitmischen wollt oder einfach nur mal schnuppern wollt bei uns im Paternoster Club, einfach mal ein Vierteljahr die Position verfolgen, die wir gemeinsam handeln, schickt mir eine Mail und wir schicken euch sehr, sehr gerne auch ein passendes Angebot. Wie heißt es immer so schön, mit uns kann man über alles reden, wenn der Umsatz stimmt. Gell? In diesem Sinne will ich mich jetzt verabschieden. Ich muss mein Wohnmobil packen und ein paar Eiswürfel für den Eistee. In diesem Sinne wünsche ich euch jetzt einen schönen, erfolgreichen Tag. Bleibt sauber
Verballert eure Kohle jetzt nicht sinnlos in dem hypervolatilen DAX, sondern achtet vielleicht darauf, dass ihr saubere Einstiege, saubere Entries findet. Ich weiß, es tut sehr, sehr weh, wenn man ein sauberes Setup verpasst und noch mehr, oder es tut noch viel mehr weh, wenn man danach versucht, mit Gewalt diese Bugs wieder auszubügeln. Also achtet drauf, saubere Nummern, und wir bei uns in unserem Laden, bei uns im Paternoster Club werden versuchen, die Nummern so sauber wie möglich zu handeln. Ist heute Waschtag bei dir, oder warum hast du so oft sauber gesagt? Ja, ich will ja, ne? Genau. Ich weine gleich. Wieso weinst du gleich? Das muss ich mir erklären. Eher positiv gemeint. So, ja? Ich schließe mich mal an. Ich sage vielen Dank, Thorsten, und natürlich auch allen Teilnehmern fürs Dabeisein, für die Fragen, und wünsche natürlich auch noch viel Erfolg heute. Wie Thorsten sagt, bleibt sauber, und sehr gerne bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen.